weil wenn der Discipuli Discipuli quält, ihr dürft mir jetzt auch vor euren Geräten da, vor, daheim beantworten, was ihr darauf sagt. Vielleicht kennt ihr den Spruch ja schon, vielleicht ist das auch ganz neu, was ich persönlich bezweifle. Und ja, wir beginnen mit einer großen Vlog-Serie, wie die coolen Kids sagen. Und es ist nämlich so, Julianus Caesar reist hier nach Rom und sitzt jetzt 12 Stunden im Zug und fadisiert sich. Und ja. 14. Was? 14 Stunden. 14 Stunden. naja, das war meine Reaktion zu 2 Stunden mehr noch rumsitzen und gar nichts machen. Und ja, also wir werden uns dann noch häufiger sehen. Vielleicht wird da eine ganz große Vlog-Serie angebracht, die, oh, schöner Blick über die Berge, die über die ganzen Ferien verteilt dann hochgeladen wird. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hallo, hier sind wir wieder seit gestern, wo das letzte Update war im Zug. Und ja, wir sind hier bei den Caracalla-Thermen in Rom. Und ja, ich als Typ, der, ja, was sich für Geschichte interessiert, freut sich ja natürlich an diesen alten Ruinen und der Hitze. Und um für Stimmung zu sorgen, habe ich natürlich auch meinen australischen Indiana Jones Hut auf. Da fühle ich mich direkt wie ein Archäologe. Dann, das war's wieder. Der Gaius Marius steht da hinten. Willst du nicht auch noch was sagen? Nein. Ah, jetzt du willst bestimmt gesagt. Etwas sagen. Ja, aber. Nein. Tja, nach dieser ergiebigen Nachricht verabschiede ich mich euch wieder und sage Vale. Hallo, hier sind wir wieder nach einem 18 Kilometer Marsch, Schätzungen zufolge, anderen Schätzungen zufolge 13 Kilometer, wieder anderen Schätzungen zufolge 15 Kilometer. Auf jeden Fall. In Wirklichkeit waren es 5 Kilometer. Ja, und wahrscheinlich waren es dann 5 Kilometer. Auf jeden Fall sind wir jetzt ziemlich lang gegangen. Und ich will meine Schuhe gar nicht aufmachen, weil wahrscheinlich muss ich mir dann eh meine Füße rausschneiden. Und was gibt es noch zu sagen? Wir sind hier vor diesem Gebäude, was keiner Arsch kennt. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oder warum wir gerade so lang gegangen sind. Weil ein Rom-Feeling ist hier bei mir nicht aufgekommen, höchstens ein Roaming-Feeling. Und ja, dann Wiedersehen. Ja, hallo, liebe Zuschauer, heute ist der Tag 3 unserer tollen Rom-Reise. Und wir gehen gerade zum zweiten Mal im Vatikan rein und werden zum dritten Mal gefilzt. Weil, ja, ich habe in dieser Kirche da hinten eine Bombe gefunden, hoffentlich fällt das niemandem auf. Und ja, der Mario ist auch mal wieder hier. Hat sich neulich einen stylischen Hut gekauft. So wie du? Ja. Und ja, ansonsten gibt es nichts Interessantes zu sehen. Mario, hast du noch was zu sagen? Ah ja, nein. Stimmt, der Mario ist beeindruckt, dass die Schweizer Garde Schweizer sind. Nein, ja, mir gehen diese ganzen Kontrollen am Arsch. Ja, ich finde, dass man nicht nur aufrechte Bürger, sondern alle kontrollieren muss. Gewiss. Hallo, ihr draußen da bei YouTube. Wir sind hier jetzt oben auf der Vatikanischen Kuppel. Mir ist auf halber Strecke eingefallen, dass ich Höhenangst habe. Darum stehe ich hier hinter Pfeiler Nummer 7. Das ist der Petersdom, nicht die Vatikanische Kuppel. Und da hinten ist der Gaius Marius mit seinem immer noch coolen Strohhut. Hallöchen. Kurz seit meinem letzten Zwischenbericht ist der Marius nämlich von den Polizisten am Tor aufgehalten worden. Ja, wegen den Metallknöpfen in meiner Hose. Ja, wegen der Bombe, die er in seiner Hose hat. Ist klar. Doppeldeutig. Ja, das interessiert keine Sau. Wirklich, ich habe höchstens einen Bomber in der Hose. Ja, also das war's dann. Und ja, wir mussten. Okay, ja, hallo, liebe Julianus Caesar Palace Fans. Seit ich das letzte Mal beim Vatikan war, ist einiges an Zeit vergangen. Wir haben es nun 22.01 Uhr. Da ist meine Managerin auf die brillante Idee gekommen,
einen Vlog zu drehen. Also wir drehen schon die ganze Zeit einen Vlog. Also einen neuen, also wieder einen neuen Part zu drehen. Ja, das ist nur ein unbedeutender kleiner Zimmerkollege von uns mit einem kräftigen Prost mit meinem neuen Trick Limonsoda, weil Cola kann ich nicht trinken, das vertrage ich einfach nicht. Da kommen dann nur Brüllerparolen raus, aber begrüße ich euch, der Gaius Marius. Ich wollte gar nichts sagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte meinen Schwurbler noch beenden. Hallo, liebe Freunde. Dann was? Schwurbler, das sagen wir immer zum Schauen. Okay. Schwurbler. Nein, das kommt vom Verb schwurbeln und das bedeutet Schwachsinn reden. Du könntest auch Quatscher sagen, das klingt nicht so cool. Okay. Oh. Könntest du bitte nicht die ganze Zeit rülpsen? Könnte jemand bitte dem Ferkel mal sagen, es soll aufhören zu rülpsen? Ich meine, ich trinke schon das vierte Limonsoda heute und habe ja echt einmal gerülpst oder so, und wenn dann leise. Weil ich alleine einfach Cola getrunken. Ja. Und auch du kriegst kein Cola mehr. Auf jeden Fall kommt hier schon das richtige Rum-Feeling auf, man merkt's. Und ja, wir reden hier alle Italiano. Wir sind die Italiener. Schau, wenn ich durch die Straßen gehe, mit meinem italienischen Aussehen, mit meiner italienischen Größe, meiner italienischen Haarfarbe, meiner italienischen Augenfarbe. Kannst du bitte nicht mit deinen Zehen spielen? Und dann fällt das niemandem auf, dass ich hier nicht zu Hause bin. Buena noche. Nein, das war Spanisch. Nein, korrektes Spanisch wäre buenas noches, aber es heißt buena notte. Ah ja, genau, buona notte. Ja, hallo, hier sind wir wieder da, nach einer Mittagspause. Ich weiß nicht, ob das mit Colosseum ein Vlog war oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und ja, da ist der Gaius Marius, der angepisst ja, ist. Ja, ich bin gerade ein bisschen angepisst, weil ich dank meinem netten Kumpanen hier zu spät zum Treffpunkt kommen werde. Gewiss. Und ja, dann Wiedersehen. Hallo meine lieben Freunde, hier sind wir wieder mit einem neuen Part von diesem coolen Vlog hier. Hier stehen wir vor Pantheon. Und ja, das ist alles super beeindruckend und darum haben wir uns entschlossen, hier gleich nochmal näher zu kommen, weil wir waren ja schon da. Und ja, und ansonsten geht's mir auch super und ciao. Ja, hallo liebe Freunde, wir sind wieder mal da, wahrscheinlich zu einem der letzten Vlogs hier in Rom. Und weil heute ist unser letzter Tag in dieser schönen Stadt. Ja, wir haben uns gerade eine super interessante Kunstgalerie angeschaut. Das, was man da hört, ist das berühmte, ist das schöne römische Wetter hier. Sonnenschein, ich will gleich O Sole Mio losblären. Da ist der Mario. Mario, wieso hast du eine Sonnenbrille auf? Warum nicht? Jetzt ist sie eh schon weg. Weil, wie ihr von gestern noch wisst, hat der Mario ja seine Brille einbüßen müssen. Nein, nicht komplett eingebüßt. Ich kann sie theoretisch noch verwenden, nur das Risiko, dass sie runterfällt, ist eben sehr hoch und das will ich jetzt da nicht machen, sonst verliere ich die ganze Brille. Ja, und gestern war sie nach 10 Minuten wieder vorbei. Also, ja, dann Wiedersehen. Dafür kam dann noch die Scheißerei und das war dann trotzdem scheiße. Tschüssikowski. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem Abschlussvideo zu unserer tollen Romreise. Wir nähern uns jetzt Wien wieder. Aufgrund von Müdigkeiten anderer Leute konnte gestern leider kein toller Zugvlog mehr gedreht werden in der Nacht. Und ja, auf jeden Fall will ich das mal kurz zusammenfassen, was während der Zugfahrt so passiert ist. Also eigentlich hätten wir einen Liegewagen gebucht oder so und dann, ja, die ÖBB hat den irgendwo vergessen. Fragen mich nicht, wie das geht, wie man den ganzen Wagen vergisst. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Nacht auf diesen lustigen Sitzen hier verbracht und da ist auch der Gaius Marius, super
ausgeschlafen von diesen tollen Plätzen hier. Ja, Hallöchen. Willst du nicht noch was dazu sagen? Ja, eigentlich ist es eine ziemliche Frechheit, weil diese Sitzabteile waren zum Schlafen, war echt ein Schaß. Ja, dann bewundern nochmal mein Bad. Und weil ihr könnt ja sehen, und jetzt könnt ihr nochmal ganz am Anfang des Videos schauen, wie mein Bad am Anfang der Rumreise ausgeschaut hat und wie er jetzt ausschaut. Und dann verabschiede ich mich von euch mit einem kräftigen Haha.